Hallo und moin moin. Herzlich willkommen beim Kern und Shelly Medientechnik YouTube-Kanal. Mein Name ist Moshtaba Haider Zadeh und ich mache das Produktmanagement für interaktive Lösungen. Und heute möchte ich euch die ActiveView Dokumentenkamera von Promethean vorstellen. Wir schauen uns den Lieferumfang an und die Funktionalität dieser Kamera. Also bis gleich. Gut, dann möchte ich euch im nächsten Schritt zeigen, was wir im Lieferumfang haben bei dieser Kamera. Dann sehen wir halt einmal eine Schnellstarteinleitung sowie die Software-CD. Als nächstes haben wir Stromkabel. Wieder Stromkabel für den englischen Raum, britischen Raum. Gefolgt von VGA-Kabel. USB-Kabel. Eine Fernbedienung. Und einen Mikroskopadapter. Und zu guter Letzt die Kamera selbst. So. Dann schauen wir uns die Kamera etwas näher an. Der große Schwanenhals fasst eben das Objektiv selber auf mit 9-fach mechanischen Zoom, sowohl als auch 12-fach digitalen Zoom. Es hat eine integrierte LED-Lampe, sowohl als auch den Fokusknopf zum schnellen Anfokussieren. Der kleinere Schwanenhals hier im unteren Segment ist eine LED-Lampe für schlechte Lichtverhältnisse. Und weiter unten in der Basis der Kamera finden wir die wichtigsten Funktionalitäten der Kamera, die schnell abrufbar sind. Auf der Rückseite der Kamera befindet sich ein HDMI-Ausgang, ein Stromeingang für das Netzkabel, VGA-Output, Audio-Output, eine USB-Buchse für den Computeranschluss, ein VGA-Input, einen Extender, sowohl als auch ein SD-Card-Slot für die Speichererweiterung. Nun möchte ich euch die Kamera näher bringen, und zwar, wie macht sie sich in der Praxis? Dazu nehmen wir das Active Board von Promethean. Die Kamera ist direkt mit dem Projektor verbunden. Hier brauchen wir also keinen Computer zwingendermaßen. Und wir haben hier ein Elektronikbauteil mit kleineren Elementen drauf verbaut. Die legen wir unter dem Objektiv und können also damit schon direkt arbeiten und sehen, dass wir ja mit dem Zoom-Funktion direkt an der Kamera eine Vergrößerung vornehmen können. Damit haben wir also eine Erleichterung, können das Ganze also auch nochmal fokussieren. Und das macht einen guten Eindruck, wie ich finde, und lässt sich sehr gut im Unterricht integrieren. Informationen zu dieser Kamera oder zum Active Board sowie anderen Produkten finden Sie in der Videobeschreibung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.